Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Distrust. So, Mary hat gerade echt nichts zu tun und ich weiß auch gar nicht, was ich ihr sagen soll. Außer, warte mal Mary, jetzt weiß ich's. Geh zurück in das andere Haus, das wir auch schon versorgt haben. Oh, das musst du aber nochmal schnell einheizen, das Haus, aber mach das. Und dann koche. Dann koche, wie du noch nie in deinem Leben gekocht hast. Währenddessen kann er hier plündern und farbenblinder Heini geht jetzt ins Bett, befürchte ich. Damit er nicht mehr so farbenblind ist. Halt! Stopp! Aufhören! Aufhören! Ich hätte es beinahe vergessen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann blöd enden. Nee, du. Wart mal ganz kurz. Ins Bett gehen ist schon okay, aber leg hier erst eine Anomaliefalle ab, bitte. Okay. Jetzt kannst du ins Bett gehen. Jetzt ist alles gut. Die müssen gar nicht ausschlafen. Das wusste ich ehrlich gesagt bis gerade eben nicht. So Powernap funktioniert auch. Man muss es gar nicht ausreizen, theoretisch. Aber ich denke mir halt, wenn die schon im Bett sind, können die auch gleich richtig schlafen, oder? Eine dicke Jacke. Das ist cool. Ich glaube nämlich, das ist die beste Jacke im Spiel. Also die beste, die ich kenne. Diese Jacke ermöglicht es auch in der heftigsten Kälte lange Zeit auszuhalten. Nimm du die mal, weil du erfrierst sowieso immer bei jedem Popel. Das können wir gleich mal ablegen. Oh, ich spüre Migration. Eine Anomalie ist nahe. Welche ist es denn? Können wir was sehen? Ist jetzt... Ah, ein Elektrofisch. Okay, vielleicht haben wir Glück und der geht in die Falle. Das wäre echt gut. Aber kommt da wirklich nur einer? Zur Not habe ich die Pistole und ein paar Kugeln diesmal ausnahmsweise. Ich dachte, du füllst jetzt da den Ofen nach irgendwie. Macht's jetzt auch, okay. Gut, den haben wir. I'm afraid of no anomaly. Und hier ist natürlich noch eine verschlossene Tür. Komm, brich auf jetzt einfach. Brich auf. Oh, nix drin. Schade, schade. So, jetzt passt mal auf. Hier ist eine Werkbank. Da könnte unser Mechanikerfreund relativ billig alles Mögliche wieder reparieren an Werkzeugen. Das wäre nicht schlecht. Sammel du mal noch ein bisschen Benzin, weil mittlerweile können wir es brauchen. Doch, ich drücke immer... Ich weiß nicht warum. Ich will immer mit B die Zeit wieder laufen lassen. Dabei ist die Zeittaste die X-Taste. So, sie hat jetzt ein bisschen Strom und ein bisschen Feuer. Genug auf jeden Fall, um ein paar Sachen zu kochen. Also los geht's. Ah, und er ist ausgeschlafen. Und es ist anscheinend echt nur eine Anomalie erschienen währenddessen. Der Raum, das Gebäude ist fertig. Dann machen wir es jetzt wirklich so, dass du nochmal schnell hier hochläufst. Und hier ein paar Sachen reparierst. Wenn das schon dein Spezialgebiet ist. Du füllst währenddessen unser Benzin auf. Wie sieht's aus, benzintechnisch? Alles voll. Okay. Okay, dann kannst du jetzt nämlich schon mal zu den Nachbarn gehen und schaufeln mit deiner neuen dicken Superjacke. Ah, weißt du was? Du darfst vorher noch was gegen deine Ausdauersättigungsprobleme machen. Und zwar ein paar Proteinshakes schlürfen. Lecker, lecker. So, einer geht noch, vielleicht sogar zwei. Wir haben ja ein paar und sie produziert jetzt gerade schon wieder neue. Apropos, sie produziert neue Sachen. Mach gleich noch Ofenkartoffeln. Und du... Ja, hau dir noch einen rein und dann bist du wieder einigermaßen fit. Irgendwie sind die hier eine Nacht, oder? Sollte man meinen. Müssen aber ständig schlafen. Ja, vielleicht die Alien-Artefakte, die machen müde. Oder es ist gerade irgendwie... Dingsy hier. Langer Winter hier. Ich weiß ja immer noch nicht genau, wo die sind. So. Lange Nacht, meine ich. Okay, reparieren wir Stuff. Was können wir denn reparieren? Eine Schaufel reparieren ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Und eine Axt reparieren ist auch eine sehr gute Idee.
Aber ich würde jetzt vielleicht gerade im Moment gar nicht mehr reparieren, weil uns die Bretter sonst ausgehen. Wobei, verbraucht er was? Verbraucht er überhaupt was? Verbraucht er Rohstoffe? Ich versuch's mal hier mit dieser Säge. Wir haben jetzt 5 und 10 oder so. Weil da steht doch, er kann es auch reparieren, wenn er nicht die richtigen Rohstoffe dafür hat. Nee, er verbraucht schon was. Na gut. Dann weiß ich es auch nicht. Dann hören wir jetzt auf mit dem Blödsinn. Du kannst noch mehr Ofenkartoffeln machen. Den anderen, es geht eigentlich allen ganz gut. Du, er hat ein bisschen Hunger. Ja, das trifft sich ganz gut. Dann isst doch gleich mal ein paar von den Ofenkartoffeln. Oder das Gemüse, das sie dir jetzt per Teleportation rüber sendet. Und mach noch eine Suppe heiß. Ah, er ist schon wieder fertig. Das geht so schnell hier. Ich komme nicht mehr hinterher. So, dann lad du doch jetzt mal. Ach, warte mal. Warum geht das nicht? Warum kann er denn jetzt das altmodische Alien... das Alien-Artefakt nicht an dem Generator aufladen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Komisch, oder? Muss ich mal schauen, ob das keiner an keinem Ofen kann, Elektro-Ding. Ja gut, dann hilf ihm mal beim Gebäude durchsuchen nachher. Du kannst ja schon mal in Position gehen. Und sie muss auch nur noch hier die Suppe kochen und dann ist sie auch wieder bereit für Expeditionen. Cool, cool. Aber er wird vorher tatsächlich mit Schaufeln fertig und hat die Schaufel natürlich kaputt gemacht, aber die Tür ist offen, komm, wurscht. So, hier ist gleich mal der Generator. Schütt gleich mal Benzin rein. Währenddessen nimmst du Kohle aus der Kohlenkiste. Das ist eine gute Idee. Achso, wartet mal. Sie ist auch schon wieder fertig. Genau. Ne, sie kann das Alien-Ding auch nicht mehr aufladen. Okay. Vielleicht sind wir damit schon fertig jetzt oder so. Keine Ahnung. So, ein Gebäude gibt es noch, bei dem wir noch nicht waren. Dann würde ich sagen, das ist auch wieder relativ groß. Könnten wir das zu unserer letzten Zwischenbasis dann ernennen? Dann sollen die da oben so schnell wie möglich durchplündern schnell. Und raus dann, runter ins andere Gebäude. Ich glaube, so machen wir das. So, stopp. Kannst du gleich zerhacken, bitte. Generator läuft. Heizung braucht ihr momentan nicht. Ach so, ja, aufbrechen. Schnell jetzt. Durchrushen durch dieses Gebäude. Hey, ich weiß noch gar nicht, wie wir eigentlich die Tür aufkriegen. Ich habe das Rätsel quasi noch gar nicht entdeckt, das uns hier aufhalten soll. Medizinische Vorräte. Okay, plündert mal. Ihr fröhlichen Plünderer. Ah, eine Erste-Hilfe-Kastenstation brauchen wir gar nicht. Zack, und du gehst mal hier rein. Adrenalin, cool. Hatten wir gar nicht mehr nämlich. Ah, Mist. Ja, Tür aufbrechen. Los geht's. So, du kannst hier gleich mal schaufeln. Und hier gibt's leider nur ein Textdokument scheinbar. Oh oh, eine Alien-Kreatur, die einem Menschen ähnelt und auf zwei Beinen geht, ist gestern in Zone 4 aufgetaucht und hat einen riesigen Tumult verursacht. Wir müssen irgendwie versuchen, sie zu beruhigen. Ein Arbeiter, der sich verirrt hat, ging ahnungslos auf die Kreatur zu und verschwand einfach. Wir haben festgestellt, dass diese Kreatur kein Licht und keine Hitze mag. Diese Elemente immobilisieren sie fast gänzlich. Aber nur fast, ne? Soll ich mit ihm jetzt hier warten oder gehen wir schon mal weiter? Er erfriert nur wieder, weil er so ein Weichei ist. Trotz dicker Superjacke ist ihm am allerkältesten. Ihm geht's eigentlich ganz gut und er friert total weg. Naja. Doch komm, komm schon mal runter. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir müssen uns hier schnell umsehen. Oh nein, gleich die nächste Tür. Komm, Dietrich benutzen. So, er ist fertig mit Schaufeln.
Ein Alien-Artefakt. Oh, da hat er schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber ich kann es natürlich nicht unangeklickt lassen. Die Neugier ist zu groß. Auch wenn er jetzt nicht mal irgendwie große Sorgen hat oder so. Aber ich muss es einfach machen. Komisch, ich habe keinen Hunger mehr. Naja, der war vorher nicht sehr hungrig, aber jetzt ist er gar nicht mehr hungrig. Kann man nichts sagen. Ist doch Win-Win-Win oder so. Warum Win-Win? Weiß ich nicht. Ne Win. Einfach nur Win. Einfach nur Win. Kaputtes Fenster habe ich schon gesehen. Okay. Kaputter Ofen. Kaputter Generator. Na super, da haben wir uns ja ein tolles Haus ausgesucht. Okay, du durchsuchst den Spind. Ihr kommt hier rein, beide bitte. Du reparierst bitte das hier. Dann kann sie nämlich schon mal hier schaufeln und er kann schon mal den anderen altmodischen Generator reparieren. Dann sind jetzt alle ein bisschen beschäftigt. Wir müssen hier drin einigermaßen schnell für Wärme sorgen, vor allem, weil den Leuten wird schon kalt. Ah, Werkzeug zerbrochen, na super. Aber wir haben zum Glück noch was. Und schon friert er, unser Fröstling mit der dicken Jacke. Aber nicht mehr lange, keine Sorge. Okay, schmeiß Kohle rein. Kohle ist ein tolles Heizmittel. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mehr bringt als Holz, aber man braucht es halt für nichts anderes. Es ist wirklich nur zum Verheizen. Das ist das Schöne dran. Hey, irgendwie ist hier gar nichts. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Scheißladen, in dem wir hier gelandet sind. So, Generator anwerfen, bitte. Ah, und, stopp. Halt. Du da. Schnell Fenster reparieren. Dann wird's warm hier drin. Glaube ich, hoffe ich. Ja, jetzt steigt die Wärme. Gut, das Bett müssen wir nicht reparieren, hoffe ich. Ich habe nicht vor, dass wir hier schlafen. Aber es ist hier wirklich nichts sonst. Ein ziemlich leeres Gebäude. Jetzt habe ich alles durchsucht. Verzeihung. Wir wissen immer noch nicht, was wir machen müssen. So, du, dir ist total warm eigentlich. Sie friert einfach nicht so leicht. Lauf mal schnell zur Tür, die ist eh nicht weit weg. Aha. Das kenne ich, aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Aber irgendwo müsste da eine Ladestation sein. Naja, jetzt wartet mal. Ich seht gleich, was ich meine. Was die beiden jetzt währenddessen machen, weiß ich nicht. Ich befürchte, die stehen jetzt gerade hier einfach nur rum. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz schnell alle Gebäude nochmal anschauen. Hier war auch schon jemand drin, oder? Komisch. Weil für die Art von Quest, die kenne ich schon, bräuchten wir eine spezielle Ladestation. Aber die ist nirgends. Aber wir waren schon in allen Gebäuden. Naja, jetzt lassen wir die anderen zwei sich mal schnell aufwärmen, während sie da oben zur Tür geht und sich das mal anschaut. Ein Schneehaufen. Verdammt, ein massiver Schneehaufen blockiert den Ausgang. Und es ist Puderschnee. Also kann ich nicht draufklettern. Glücklicherweise ist hier ein Schneepflug. Also ist noch nicht alles verloren. Ich hätte es mir denken können. Der Schneepflug lässt sich nicht starten, weil er kein Benzin hat. Ich werde etwas Treibstoff finden müssen. Ach so. Das ist ja interessant. Ich hatte nämlich die gleiche Konstellation schon mal. Da brauchte ich allerdings keinen Treibstoff, sondern eine Batterie, die ich irgendwo anders aufladen musste. So wie es aussieht, ist der Tank 4-mal größer als der eines normalen Generators. Also werde ich mehr als nur einen Kanister brauchen. Oh Gott. Na dann füll mal auf. So. So.
So, jetzt pass mal auf. Ich glaube, wir könnten Ladung Proteinshakes vertragen, ihr zwei. Auf jeden Fall mal. Währenddessen. Und nochmal. So, in welchem Raum waren denn Ölfässer? Ein Ölfass ist hier drin angeblich. Ja, okay, dann ihr zwei, hey. Bewegt euch mal. Ach so, esst noch fertig. Okay, jetzt, aber bewegt euch mal bitte. Würde eigentlich reichen, wenn einer geht, ne? Aber naja, ist ja wurscht. Dann können wir nämlich vielleicht die Kanister schnell nochmal auffüllen, bevor wir weiterziehen. Sie kriegt jetzt mal, glaube ich, den Kaffee. Oh, aber er hat auch nicht mehr viel Ausdauer. Ah, unsere Ausdauer geht zu Neige. Naja, Kaffee reinpfeifen. Irgendjemand muss den Kaffee trinken. Also ich meine, irgendjemand. Sie steht in der Kälte am längsten jetzt dann. Sie braucht's. Und nimm noch einen von deinen Proteinshakes. Ah, halt. Der ist schon angekommen. So. Wo ist jetzt hier ein Benzinkanister? Ah, da. Sehr gut. Benzinfass. Na, dann füll mal auf. Und du? Da gehört noch einer rein. Ja, sag mal. Aber das Coole ist, er kann die schneller auffüllen, als sie sie leert. Moment mal. Hä? Das hat sie mittendrin aufgehört. Vielleicht, wenn er die auffüllt, bricht sie ab mit dem Ausleeren oder so? Keine Ahnung. Das war komisch gerade. Okay, jetzt reicht's. Stopp. Füll du trotzdem nochmal auf, bitte. Sehr cool. Der Eingang ist frei. Gut, wie sieht's aus benzintechnisch? Wir haben alle Kanister voll, dann müssen jetzt nur noch die beiden hier in die Nähe kommen, weil man lässt wirklich Wissenschaftler oder Personal, es sind ja nicht alle Wissenschaftler. Naja, sie macht Experimente mit Essen, sie ist auch eine Wissenschaftlerin. Naja, die Wissenschaftler bleiben wirklich zurück, wenn man sie nicht mitnimmt. Wenn die nicht in der Nähe der Tür sind, dann zählen die als tot quasi. Okay, Team vereint. Gehen wir. Achso, warte mal, hier. Gehen wir. Gehen. Forscher, das ist ein guter Begriff. Nicht Wissenschaftler, das ist so... Naja, das klingt, als wäre das ein Beruf. Sondern das sind Forscher. Das kann auch eine Berufung sein. Ach, was rede ich da eigentlich? Aber Forscher, da... Ne, Wissenschaftler klingt nach was, für das braucht man ein Diplom oder so mindestens. Oder ein Bachelor. Forschen kann jeder. Aber nicht Wissenschaften. Ach, was weiß ich. Aber es klingt so, ne? Ich finde, für mich klingt es so. Darum geht es doch eigentlich. Darum, wie es klingt. Klingt, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen. Hey, die Ladezeit dauert aber verdammt lange. Ich frage mich, was da alles geladen wird. Wahrscheinlich der große Endboss. Jetzt dreht es auf einmal voll durch. Jetzt wird es auf einmal voll das Diablo-Action-Adventure und wir töten 100 Anomalien. Wir finden jetzt gleich ein Maschinengewehr und eine Schrotflinte und eine Maschinengewehr-schießende Schrotflinte. Und dann geht's ab. Okay, nee, sieht wie ein ganz normales Gebiet aus mit mehreren Gebäuden. Wer hätte das gedacht? Aber... für heute machen wir jetzt erstmal auf jeden Fall Schluss. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Spiel. Ich habe sehr viel Spaß. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und zwar hier. Macht's gut. Bis dann. Ciao.